Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Es geht um ein Produkt, das heißt One Minute Face Perfector. Fragt nicht, wie oft ich das jetzt gesagt habe. Wie schwer kann Face Perfector ausgesprochen werden? Ich weiß es nicht. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich drehe das wegen einem aktuellen Anlass. Ich hatte dieses Produkt schon bei einem Video erwähnt, aber nur so als Nebendarsteller. Wenn ihr sehen wollt, welches Video, ich verlinke es einfach. Ich möchte heute ein bisschen gründlicher darüber sprechen, deswegen ein blankes Face hier und ihr seid auch sehr nah am Kamera. Ein Däumchen bitte, ich wünsche ein Däumchen für diese Bildqualität. Ich versuche die ganze Zeit eine bessere Bildqualität zu bekommen. Deswegen seid ihr auch ein bisschen näher jetzt dran. Normalerweise sind wir nie so nah und es wird noch näher. Ich erzähle euch jetzt, was ich vorhab. Ich möchte erst ganz kurz reden, wieso ich es gekauft habe und dann möchte ich euch den Auftrag zeigen und zum Schluss erkläre ich euch, wieso, weshalb, warum. Ich habe dieses Produkt einfach so beim Einkaufen so rumstöbern entdeckt und habe das auch vor Ort getestet. Es wird aber auch mit einem bestimmten Produkt von M. Awesome verglichen. Ich habe das zufällig an dem Tag auch getestet gehabt. Die fühlen sich gleich an. M. Awesome hat ja auch viele, viele Silikone und das ist auch ein Produkt mit viel Silikon. Und ich finde, M. Awesome hat Deckkraft. Dieses Produkt hat keinen Dreck. Deckkraft. Ich benutze es schon eine längere Zeit, bestimmt locker 6-7 Aufträge. Ich benutze das als Base, also als Primer. Und ja, und als Primer möchte ich das euch auch vorstellen. Jetzt kommen wir mal ein bisschen näher, dass ihr erstmal mal die Hautstruktur pur seht. Ich habe nur Dr. Barbour Tagescreme. Das ist meine Hautstruktur. Ja, man sieht die Poren. Und ich freue mich, dass ich so eine schlechte Haut habe zurzeit mit starken Rötungen. Und ja, dann können wir das auch nehmen. Ich nehme die schlimmste Seite. Ich nehme hier diesen Bereich und benutze auf der Seite dieses Produkt. Das ist jetzt die Menge, die ich benutze. So sieht es aus. Wir sind sehr nah aneinander. Und ich lasse es ein bisschen einziehen. Ihr seht, es ist keine große Deckkraft, aber könnt ihr es erkennen, wie die Poren sich so ein bisschen verändern. Unser Schlagwort, also was mir auch so gut gefällt an dem Produkt, ist ein Blurring-Effekt. Also es kaschiert und das gefällt mir. Und es ist auch eine sehr tolle Grundlage unter einer Foundation. Jetzt euch mal das Hautbild so anschauen. Seht ihr einen Unterschied? Also ich sehe das sogar über die Kamera, Mini-Display. Ich hoffe, ihr seht es auch. Nehmt halt vielleicht ein größeres Gerät zum Anschauen, kein Handy. Aber nee, die Handys haben manchmal viel besser einen Bildschirm. Schaut über ein Handy. Ich bleibe auch ungeschminkt. Ich möchte das auf eine Etappe erklären. Ich benutze das so gern, weil es eine sehr schöne ausgeglichenes Gesicht macht und für mich ist es auch wichtig. Ich habe einen bestimmten Alter. Okay, meine Haut ist nicht so, es hat nicht so viel Falten, aber ihr habt es halt auch gesehen. Ich habe auch meine Problemchen. Ich habe rote Flecken. Ich habe so grisselige Haut. Ich habe auch Poren. Jetzt seht ihr, wie viel ich nochmal nehme und für die andere Seite. Also ich nehme schon einen Haufen, aber das ist halt für die ganze Hälfte des Gesichts. Ich benutze das jetzt nicht als Foundation, also oder Tages... ich kann das gar nicht sagen, dass ich das als Foundation benutze. Ich benutze das halt als Untergrund, das habe ich ja schon gesagt. Und jetzt seht ihr toll, wie das ausschaut. Aber so wird es mir nicht reichen.
für ein Silikonprodukt ist es wirklich toll. Es gibt so Silikon-Base, die nicht auf meiner Haut funktionieren, die dann nicht mit der Tagespflege harmonisieren oder mit der Foundation. Vielleicht kennt ihr das sogar, die werden so, die lösen sich auf oder man sieht so kleine Würstchen, also so Haut, das sieht halt nicht schön, das flockt, finde ich. Und das macht's nicht. Ich habe das mit meinem Can't Stop, Won't Stop von NYX benutzt, was ich wirklich sehr, sehr gern mag. Ich werde das auch jetzt nachher benutzen. Wenn es euch interessiert, wie es damit Foundation aussieht, jetzt kommt wieder der Schwabe an. Es gleitet super gut durch. Und es erinnert mich sehr stark an ein Produkt. So, ich möchte aber M. Awesome schnell abhaken, Freunde. In meinen Augen, also das ist ein subjektiver Eindruck, Freundin. Das ist jetzt nicht gravierend, aber was ich würde M. Awesome auch nicht kaufen als getötete Tagescreme. Ich bin dafür, dass man nicht wie Betonfresser rumläuft, Entschuldigung, der Aussprache oder dass ich das so benutze, aber ich möchte halt tagsüber einen natürlichen Aussehen. Aber was M. Awesome macht, ist halt vielleicht leicht ausgleichen. Für den Preis würde ich das nicht kaufen, also es reicht mir nicht. Bei so vielen Rötungen würde ich das auch nicht benutzen, Ausgleichmittel. Ja, vielleicht versteht ihr, was ich will. Ich hatte früher von Estée Lauder das Produkt hieß, oder ich weiß nicht, ob es noch benutzt wird oder gekauft wird oder ob es noch produziert wird, Idealist. Idealist habe ich ewig lang benutzt. Ich habe 2 Fläschchen davon auch gebraucht und es war eine Tagespflege. Ja, und ich habe das geliebt, es war Silikonbuben hochziehen, aber die Haut hat immer, wow, perfekt ausgeschaut. Und da war ich 30. Und jetzt mit 40 bin ich sehr froh, wenn ich solche Blurring-Produkte finde. Weil, wie gesagt, ich will nicht gemeißelt ausschauen, aber ich möchte halt kaschieren. Das ist mein Ziel, ich möchte kaschieren, bisschen tricksen, aber wenig benutzen und ihr seht, ich habe einen Blurring-Effekt. Also es sieht auf der Kamera wirklich richtig toll. Gut, ich werde es nochmal in so 3-4 Monaten nochmal erwähnen, wie es weitergeht. Ich möchte es nicht als einmal benutzt und nie wieder erwähnt präsentieren. Dafür ist es zu schade. Mir gefällt es wirklich gut und ich benutze das immer, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Ich hoffe sehr, dass ihr euch dieses Video gefallen hat und ein bisschen weitergeholfen hat. Ihr braucht es euch jetzt auch nicht beeilen. Das ist ein E-Produkt, aber ich habe das, glaube ich, vor 1,5-2 Wochen gekauft und ich war ja vor kurzem nochmal dort und habe mir M. Awesome auch nochmal angeschaut. Und die füllen das, glaube ich, nach. Schreibt es einfach mal rein. Wenn ihr das kennt, würde es mich wirklich, wirklich interessieren, was ihr davon hältst. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Oder ihr seht mich. Oder ich sehe euch. Oder ich sehe euch nur, wenn ihr mir schreibt. So sieht's aus. Und ich bedanke mich herzlich und wünsche euch wunderschöne Tage. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.